anderem in der Nähe von Massachusetts, in der Nähe von Boston, bei so einem kleinen Mickey Mouse Bauträger ein bisschen mitgearbeitet, bis es zu kalt wurde, und dann sein Lager aufgeräumt. Und dem auch ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ja? Ich weiß nicht mehr genau, was sie von mir wollen. Und der meinte, das ist mir völlig egal, du bist Deutscher. Du wirst dieses Lager aufräumen. Du wirst es in irgendeiner Form sortieren und nachher erzählst du mir, wie du es gemacht hast. Und ich bin mir ganz sicher, du wirst das gut machen, auch wenn du keine Ahnung davon hast. Aber du bist Deutscher. Also ich war 22 und konnte mir das irgendwie nicht vorstellen, aber genau so war es dann letztlich auch. Und der Typ war völlig baff, was er nicht alles hat. Und das ist der Unterschied. Und das war ein erfolgreicher Bauunternehmer. Aber man kann ihm, das funktioniert mit Sicherheit mit jedem Deutschen, den kann man nehmen, den packt man irgendwo rein, gibt ihm eine Aufgabe und er wird sie erfüllen. Wieder formuliert, das ist positiv und negativ. Weil als man ihnen die Aufgabe gegeben hat, baut ein Konzentrationslager, haben sie ein ganz hervorragendes Konzentrationslager gebaut. Die Engländer hatten auch Konzentrationslager und die Holländer auch. Ich weiß nicht, wie viele Indonesier die Holländer umgebracht haben. Halb Indonesien im Grunde genommen. Und die Engländer haben von Indien auch nicht viel übrig gelassen. Aber die Deutschen haben es wieder mal ein bisschen besser gemacht.